Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lego Stadt. Heute werden wir nochmal an der Stadtmauer weiterbauen. Viel Spaß! Bevor wir aber gleich an der Mauer weiterbauen, würde ich gerne noch etwas sagen. Und zwar, dass ich die eine Kletterpflanze an der Mauer etwas aufgebessert habe. Jetzt werde ich aber wie angekündigt an der Mauer weiterbauen. Viel Spaß! So, mal eine kurze Zwischenmeldung oder ein kurzes Zwischenupdate. Und zwar habt ihr es vielleicht auch schon bemerkt, hier hat sich wieder so ein dämlicher Riss gebildet. Ich weiß auch nicht warum. Hier, da. Und das versuche ich jetzt die ganze Zeit rauszukriegen, aber das mitzufilmen ist halt nicht gerade immer ganz einfach. Und deshalb werde ich das jetzt mal in Ruhe beheben und dann werde ich noch weiterbauen. Und dann melde ich mich einfach wieder, wenn ich das fertig gebaut habe. Also bis gleich. So Leute, 2 Tage sind jetzt schon vergangen. Aber ich habe jetzt endlich mal diesen Riss aus der Mauer rausbekommen. Und das werde ich euch jetzt mal kurz zeigen. Also ich habe das jetzt alles etwas versteckt. Und zwar hier hinter dieser Pflanze. Und zwar habe ich hier einfach die Mauer nicht mit dem Pfeiler verbunden, sondern habe die Mauer hier einfach enden lassen. Dadurch ist hier eine kleine Lücke entstanden, die ich hier mit dieser Pflanze aber abdecken kann. Und habe dann hier in diesem Pfeiler die Mauer hier, so wie hier drüben auch, weitergeführt. Hier dieses Mauerstück habe ich jetzt gerade noch so fertig bekommen. Da haben wir aber ein paar Teile von diesen Brick Modifieds hier gefehlt. Und deshalb habe ich das noch mit den restlichen Slopes aufgefüllt. Die werde ich aber dann auch wieder austauschen, wenn ich die anderen Steine, also die richtigen Steine, diese hier nachbestellt habe und die dann da sind. Die werde ich dann auch demnächst bestellen. Hier habe ich jetzt einfach mal ein bisschen mehr Mauerschaden eingebaut. Da werde ich vielleicht auch noch was austauschen. Und damit es jetzt halt nicht so auffällt, habe ich hier noch so eine Pflanze drüber gebaut, damit es halt nicht so kaputt aussieht. Und wenn ihr ansonsten noch Fragen, Vorschläge, Ideen oder sonstiges habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare und dann würde ich nur noch sagen, bis zum nächsten Video.